Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alex. Wir gehen jetzt mal hier noch ein paar Schritte weiter und gucken uns an, was das hier eigentlich für ein Riesenteil ist. Das war ja so gedacht. Das. Wie hieß der? Ah, wir sind in der Fabrik. Ja, wir offensichtlich Roboter. 32 Ideen ein, wie man die Produktionskette maximieren könnte. Aber ich nehme an, dass ich, wie so oft, auf taube Ohren stoßen werde. Tja, bist wahrscheinlich nicht ohne Grund hier abgehauen. Oh Mann, so einen Roboter würde ich ja auch gerne mal irgendwie als Begleitung haben. Das wäre geil. Godehard, hey, alter Sack. Ich brauche einen 8er Schraubenschlüssel und einen Satz Sicherungsringe. Und wenn du schon dabei bist, bring mir doch eine waffenfähige Elex-Batterie, ein Druckluft-Einlassventil und... Was war das letzte? Wenn der wüsste, was ich alles bräuchte. Ah ja. Ich schicke dir jemanden, der sich darum kümmert. Halt, halt, halt! Bist du nicht zu meiner Unterstützung eingeteilt worden? Welche Art von Unterstützung? Überleg mal, was wird in großer Zahl in Ignadon gefertigt? Exakt. Maschinen. Kampfmaschinen, um präzise zu sein. Schätze, ich muss das Werkzeug selber rankarren. Nachher schickst du mir noch jemanden, der zu dumm ist, einen Vierkantbohrer zu bedienen. Eines sage ich dir. Man buckelt sich den Rücken krumm. Und wenn man einmal nach Hilfe ruft, gucken alle beschäftigt aus der Wäsche. Damit meine ich auch nicht explizit dich. Also, mach nicht so ein Gesicht und sag mir, warum du hier bist. Okay. Ein Vierkantbohrer ist eine interessante Sache. Du bist überfordert mit deiner Arbeit. Pappelapapp, es gibt wohl kaum jemand Besseren als mich für diese Aufgabe. Aber wenn so viel Verantwortung auf deinen Schultern lastet und du 24 Stunden am Tag Blut und Wasser schwitzt, ist irgendwann mal Schluss. Ich habe den Krieg nicht darauf beschworen. Aber jetzt, wo es zu spät ist, müssen wir Mechaniker die Suppe auslöffeln. Kenn ich von der Arbeit. Das ist jetzt eine schwierige Wahl. Naja, wenn er eine Pause macht, ergibt das leider nicht, dass er hinterher weniger Arbeit hat. Und jammern? Naja gut, auf hohem Niveau. Pff. Komm! Hör auf zu jammern, das ist erbärmlich. Habe ich mich da verhört? Jammern? Ich jammere nicht. Ich liste dir hier die Fakten auf. Es obliegt meiner Verantwortung, die Dinge hier am Laufen zu halten. Immerhin sind wir die Einzigen, die wirklich in der Lage sind, die Alps aufzuhalten. Es ist wichtig, dass hier alles reibungslos funktioniert. Und wenn man mir keine Hilfe zubilligt, muss ich das eben alleine erledigen. Von mir erwartet man nackte Zahlen. Am Ende des Monats muss die Produktion stimmen. Kurz gesagt, eigentlich bräuchte ich Hilfe. Jemanden, der hier und da eine Kleinigkeit für mich erledigt. Bezahl mich, dann helfe ich dir bei deiner Arbeit aus. Abgemacht. Wer weiß... Vielleicht hätte man mir irgendwann einen Hans Wurst zur Seite gestellt, der nicht einmal gerade auslaufen kann. Du scheinst damit ja keine Probleme zu haben. Ich will da mal ins Detail. Ja. Mir fehlen Ersatzteile. Wegen der chronischen Unterbesetzung fehlt mir die Zeit, meinen Lieferanten eigenhändig aufzusuchen. Nimm du daher diese Summe und erledige das für mich. Aha. Kleinigkeit. Na, warten wir ab, bis du zurück bist. Viel Erfolg! Wo soll ich deinen Lieferanten treffen? Der Typ hat einen straffen Zeitplan. Darum vergeudet er auch keine Zeit hier im Ort. Du wirst ihn am ehesten in den späten Abendstunden irgendwo vor unseren Toren treffen. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Resistenzen, Resistenzen, Rüstung. Erhöht den Schutz deiner Rüstung mit jeder Stufe. Das ist schon mal cool. Tiertrophäen.
bringt Kneten, das ist auch schon eigentlich eine geile Sache. Ich habe 2 Lernpunkte, ich habe mich viel... Guter Esser ist natürlich auch geil. Ach, das habe ich schon gelernt, okay. Abenteurer, alle ist uninteressant. Feinde auf der Minimap. Extra Hitpoints. Habe ich schon. Erhöhte Ausdauer. Ah, wäre auch geil. Nochmal ein Ausdauer-Push. Mittlerweile habe ich ja schon ein paar Feinde gehabt, bei denen die Ausdauer dann auch wieder nicht mehr gereicht hat. Aber ich habe nicht genug Konstitution, lassen wir das also. Rüstung nochmal erhöhen, Tiertrophäen nochmal mehr. Brauche ich mehr Intelligenz für. Für alles nicht genug Attributpunkte. 6 da sind noch so, das mit der Minimap. Konstitution hochbringen. Giftschaden, Kälte- und Frostschaden, Hitze- und Feuerschaden, Strahlung und radioaktiver Schaden. Brauche ich alles nicht unbedingt. Also, mein Tiertrophäen wäre schön. Muss ich, gebe ich gern zu, da kriegt man dann noch ein bisschen mehr Knete rein. Besondere Trophäen. Wie viel, was brauche ich für besondere Trophäen? Muss ich mal gucken. Da, 20 Punkte auf Intelligenz, Alter, lecker mio. Achso, ja toll, wir haben gerade vor kurzem geschlafen. Es ist also mitten am Tag. Hier ist ein Mechaniker. Ganz was Wichtiges vergessen. Wir beklauen jetzt einfach alle. Vor wem versteckst du dich? Ich verstecke mich doch nicht. Überwachungsprotokoll klingt ziemlich interessant. Huch, das wollte ich gar nicht. Bin ich in den Tasten verrutscht. Ob man die Kampfmaschinen wohl auch beklauen kann? Oh fuck, das war einmal zu viel. Na gut. Vor wem versteckst du dich? Ja gut, hier haben wir jetzt erstmal genug geklaut. Diese patrouillierenden Roboter hier sind echt ein bisschen... anstrengend. Du hast hier nichts zu suchen. Entschuldigung, wusste ich nicht. Halt, halt, lass mich, alles gut. Die Roboter haben aber komische Stimmen. Muss man schon mal sagen. So, komm, ein Heiltrank. Sehr gut. Jetzt schleiche ich mich hier mal rein. Mir wurde zwar gesagt, ich hätte hier nichts zu suchen, aber ich suche jetzt hier trotzdem was. Ha! Oh.
Was war das denn gerade? Habe ich da meinen Hut irgendwie im Bild gehabt? Ein Akolytenschwert, wie cool. Schlechter Zeitpunkt. Was? Wieso werde ich angegriffen? Haha, weil er mich kurz gesehen hat. Das heißt, ich kann mich mal reinsneaken. Na komm. So. Jetzt einfach. Schon wieder. Woher wissen die immer, dass ich da angehe? Weil er da drüben die ganze Zeit stand und geguckt hat, oder was? So, jetzt ist doch wirklich keiner mehr, der mich sehen kann. Also. Großer Elixierbeutel. Ich gehe ja schon. Lass mich raus hier. Oh Mann, ist das stressig mit diesen Robotern, echt. Wer sich den Scheiß ausgedacht hat, Mann. Wollte mich dann nur einfach nerven. Okay, dann sind wir hier auch fertig. Man kann da die Leiter hoch. Ich wusste doch, es gibt da irgendeine Möglichkeit hochzukommen. Also außer fliegen natürlich. Oh, ich kann natürlich wieder nicht fliegen wie üblich. Machen wir doch so. Ich bin völlig untalentiert, was das Fliegen angeht. Jo, hat sich gelohnt hierher zu kommen. Warum werden denn hier Sachen in die Lava befördert? Erz? Oder was? Seltsame Sache. Na gut, von mir aus. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Vielleicht sind das auch die unnützen Überreste von deren Erz, Schürfen. Von dem Erz, Eisenerz. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Haus der Suggestoren. Oh, erstmal hinsetzen. Na gut, okay. Dann setze ich mich jetzt tatsächlich mal kurz hin. Oh. Der nächste bitte. Oh, ich bin dran. Ja. Gott, war das scheiße. Sieht aber wirklich ein bisschen aus wie ein Wartezimmer beim Arzt oder... Hör auf zu schleichen, ich merke es ja doch. Ist ja gut. Ich bin nicht gut genug. Ich bräuchte nochmal so ein... Hab ich nicht irgendein Inventar-Item? So ein Kette oder ein Ring oder so, womit ich Taschendiebstahl, nicht Schlösser, wo ich Schlösser knacken kriege, ja hier. Okay. Das kann ich nicht mehr tragen. Zu einfach.
Wow, war ja richtig geiler Scheiß drin. Das hat sich heftigst gelohnt. So. Und dann muss ich... Was ist denn das hier mit... So, diesmal ohne Hutkrempel oder was das ist. Im Gesicht. Und dann gehen wir zurück zum Amulett des Multitalents. Und dann wählen wir wieder hier... Das war, glaube ich, unser Schwert, genau. Und... So, alles wieder fit. Ein Kleriker. Und eine Klerikerin. Eine Klerike. Quasi. Ich gucke mal nochmal, wo die sich ja jetzt gegenseitig ab. Ne, da ist ein Kampfroboter. Den kann ich nicht beklauen. Ich dachte mir, ich muss das mehr ausnutzen, dass ich jetzt ein Taschendieb bin. Wenn ich das schon geskillt habe, dann muss ich das auch machen, aber... Pustekuchen. Ich glaube, der Roboter hat es nicht so gern, dass ich hier bin. Jetzt kann ich... Ey, das ist echt... Mit dem konnte ich jetzt die Zigarette nicht nehmen. Und ein Heiltrank ist noch viel böser. Mit einer Arschnase. Blechdose. Dann kommt das nicht überwachte Zimmer, da ist nichts drin. Wow, das war ja Wahnsinn. Was für ein sinnloses erstes... Was für ein sinnloser erster Stock. Und da bin ich gekommen, bleibt nur noch der Raum. Und der Raum. Bin hier. Bohnenliebe 4. Hier gibt es nichts für dich. Ich gebe es auf. Komm schon. War doch klar. Hast du dich verlaufen? Ich will den Chef vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Zu den Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier, dann hat er sich geschnitten. Dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Wie du sagst, ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Sehr aufschlussreich. Das treibe ich dir aus! Nee, okay. Hast du dich verlaufen? Das ist die letzte Aufzeichnung. Ich gebe es auf. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Chef vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Ein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Zu den Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier, dann habe ich mich geschnitten. Dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen. Wenn ich sag's, ich hätte ein zweites Paar Stiefel ein. Schnell. Mach das ja nicht nochmal. Mach neugierige. Ja, lauf nur. Hier darf ich irgendwann hin. Da nicht. Ist auch geil. Ich mag neugieriges Pack nicht. Du wolltest es ja nicht anders. Mach das ja. Ja, das ist nichts. Ja, verschwinde einfach. Was? Hey, was ist los? Ey! Lass deine Finger
Eben war es doch noch in Ordnung. Was ist zum Teufel? Okay, sehr gut. Ich darf da nicht hin und Elis Waffe klauen. Vielleicht darf ich da hinschnieken. Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Scheiße. Ja, lauf nur! Das ist deine Idee, war ihn zu suchen. Wie du sagst, ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Entschuldigung fürs Husten eben, das war... Ich habe in der ganzen Aufregung mit dem Schleichen gerade nicht dran gedacht. Das Schleichen kannst du dir sparen. Ich mag neugieriges Pack nicht. Oh. Mach das ja nicht nochmal. Ich komme nachts nochmal her. Oh, ja, genug. Betten habe ich ja hier gesehen. Da kann ich mich ja vielleicht in einem Mal für eine Nacht hinhauen. Gucken, dass es Nacht wird. Die Roboter werden zwar trotzdem aktiv sein. Bis Mitternacht schlafen. Genau, jetzt. Ja. Alles gut. Genau, jetzt ist da nämlich keiner mehr drin. Walder. Das Schleichen kannst du dir sparen. Das ist doch lächerlich. Du wolltest es ja nicht anders. Ich gehe ja schon. Warum haut er mich? Ich habe überhaupt gar keine Schlägerei angezettelt. Was ist denn das wieder für ein Quatsch gewesen? Ah, schlafen macht aber eure Autospeicherung. Gut zu wissen. Mich nicht so an. Das ist doch lächerlich. Raus, aber schnell. Mach das ja nicht nochmal. Sehr gut. Jetzt habe ich die Rüstung, die Waffe geklaut. Huch. So. 75 Schaden. Das ist nett. Zweihändig allerdings. Hm. 10% plus Nahkampfschaden. 80, 60 ist natürlich hart. Hm. Kriegsschwert. Kriegerschwert. Ich würde ja gerne mal so eine zweihändige Waffe tragen. Einfach nur zum Gucken, ne? Hm. Naja, okay. Dann sind wir hier jetzt aber auch durch. Und mit dem noch irgendwas beschnacken. Wird gefügig gemacht. Ja, okay. Okay. Dann sind wir mit dem Gebäude auch durch. In der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Alter, du holst ja gleich eine Beule. Jetzt hörst du. Oh, ein Teleporter! Geilo. Wer bist du? Der Rüstmeister. Lass dir gar nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Wenn ich jemanden würde ich nie tun. Erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe.
die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta. So, so. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Ein Regentenschwert, ne? Also. Das ist, glaube ich, genau das, was ich habe, bloß in fetter. Genau, hier, ich habe Regentenschwert 1 zur Zeit. Nee. Regentenschwert ist das hier auch nur. Ich habe Regentenschwert 1. Akolytenschwert. Lasergewehr. Kann ich auch nicht tragen. Die brauchen wir Laserwaffen, brauchen wir Flammenwerfer verkauft er. Typ B. Energieschild, Schlachterhelm. Mechanikermütze, okay. Schlachterhemd. Hey, das ist ein bisschen besser als das, was wir jetzt tragen. Mechanikerhemd, genau, das ist quasi äquivalent. Ring des Kampfes. Goldbrocken, Sprenggranaten, bla, Press, Plasma, Brennstoff. Okay, ich werde mir den Schlachterhelm und dieses Schlachterhemd mal angucken. Dafür werde ich vorher nochmal schnell speichern. Und dann hoffe ich jetzt, ja genau. So, verkaufen wir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufst. Ja. Dann Schlachterhelm und Schlachterhemd. Ja, möchte den Handel abschließen. Hemd. Schlachterhemd. Ist das nicht das, was wir auch haben, wenn wir nichts anhaben? Ja, würde sagen, das sieht identisch aus. Höchstens vielleicht die Farbgebung. Warum? Nee, ja, gut, vielleicht. Oh, ich kann mir vorstellen, dass das ein Tick weiter in Richtung Rot geht, dieses. Das ist doch sinnlos. Dafür gebe ich doch keine 1000 Gold aus. Also für den Skin auf jeden Fall nicht. Und 2 Punkte in irgendwas hier. In 2 Punkte Rüstung. Naja, ich weiß ja nicht. Da würde ich sagen, ist keine 1000 wert. Und jetzt der Schlachterhelm noch dazu. Der ist wiederum schon irgendwie eine ganz. Interessante Geschichte, sage ich mal, aber schön ist was anderes. Keine Ahnung, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Hab wieder vergessen. Rüstung 3. Okay, das Ding ist sogar identisch zu unserem Hut. Das brauchen wir beides nicht. Keine Lust, schon wieder so rumzulaufen, als hätte ich gar nichts gekauft. Das ist irgendwie blöd. Metallschrott und Elektroschrott. Theoretisch müsste ja jetzt ein Aufräumroboter kommen. Hier kann man nicht nochmal angucken. Ich glaube, die heißen Aufräumroboter, das ist auch Roboter oder so. Um das wieder sauber zu machen, was ich da veranstaltet habe gerade. Ihr kann den Herrschaftsanspruch der Kleriker in Frage stellen, wenn ihr auf diesem Boden steht. Tja. Was war das? Erst erkunden oder erst hier mal mit dem Big Babbo reden? Nö, wir erkunden jetzt erstmal hier noch ein klein wenig. Und das Gespräch mit dem Big Boss kommt in der nächsten Folge. Sicherheitskontrolle. Mit Plan lasse ich besser die Finger davon. Okay. Ist auch geil, dass man hier viel einfacher klauen kann als drüben in der Fabrik.
Wer treibt sich hier herum? Scheint eine Art Bibliothek oder so zu sein. Ein Foto! Schon wieder Entwickler. Ja, nice. Was ist hier los? Was treibt Palt? Es ist dir nicht gestattet, dich hier aufzuhalten. Entferne dich. Oh, Entschuldigung. Ah, jetzt bin ich hier wieder hin. Teleportiert, das ist ja cool. Die haben mich direkt weggebracht. Und hier können wir nach oben. Da sind bestimmt wieder so ganz viele langweilige Schlafkabinen. Aber man weiß, ist ja nie im Vorhinein. Wie, ich kann nur einen davon jeweils klauen? Besser nicht. Geile Aktion. Ja, müsste ich mit ihm reden, ist aber mir doch noch zu heikel, sag ich mal. Erstmal gucke ich mich hier noch zu Ende um. Die Gespräche mit Ulbricht und mit dem Big Boss unten in der Halle machen wir in der nächsten Folge. Hier oben bin ich mir auch schon fast durch. Ein guter Löffel. Kalans Wehr. Geil! Kalans Wehr ist ein Schild, scheint mir. Das wäre ja geil, wenn wir das schon tragen können. Nö, für Seldor brauchen wir noch 30 Konstitutionen. Das ist... 5 Schaden weniger. Achso. Wir haben einfach Energieschild, 20 Schaden. Gut, naja, also so wahnsinnig geil ist das jetzt nicht. 5 Schaden weniger und dafür 20 Giftresistenz. Naja. Vielleicht verkaufe ich das für die 600, die sie mir dafür bieten. 660. Achso, hierin habe ich gerade von der anderen Seite des Raums aus gelootet. That's it. Hier waren wir, ne? Ja, ich glaube. Okay, also. Nächste Folge. Gespräch mit Ulbricht. Und... Nee, hier. Da. Da lang, genau. Gespräch mit Ulbricht und dazu noch mit dem Big Boss unten im Thronsaal oder was das ist. Geile Aussicht. Fett, fett, fett. Ich weiß, warum er die ganze Zeit hier steht und aus dem Fenster guckt und seinen Rotz überall hin schleimt. Okay, hey, das war's dann für diese Folge. Bis dann und wir haben ja jetzt geklärt, was wir gleich noch zu sehen kriegen in der nächsten Folge. Hauen Sie!